So Leute, ja, also es geht darum, dass der E50M, so wie es aussieht, wohl von Wargaming gebufft werden soll. Und jetzt ist die Frage, braucht der E50M einen Buff? Ich sag mal so, ich komme mit dem sehr gut klar und habe eigentlich einigermaßen gute Runden mit dem. Ich würde jetzt sagen, andere Panzer haben eher die Priorität, gebufft zu werden. So wie dieser deutsche Heavy, der VK. Was ist das hier? VK Panzerkampfwagen 7, der E5, der E100 Turm, der T110 E5 und der FVTD müsste mal wieder gebufft werden. Aber wir machen mal. Geh du mal bitte rechts auf den Hill. Verhalte dich erstmal relativ passiv da auf dem Hill. Die haben einen FVTD, eine Grille. Ja, ich werde jetzt zwei oder drei Runden fahren mit dem E50M und dann gucken wir mal. Ja, unser Sheridan ist zum Spotten relativ ungeeignet, weil er sehr groß und schwerfällig ist im Vergleich zum Rheinmetall des Gegners. Dazu kommt noch, dass der Gegner ein FVTD besitzt. Das heißt, wenn wir hier aufgehen, dann dauert das wenige Sekunden, bis wir beide tot sind. Der IN-100, wenn er schlau ist, fährt keinen Zentimeter weiter oder er wird tot sein. Ja, der wird jetzt gleich irgendwann platzen. Der Rheinmetall ist viel schmaler. Und wenn er das gut anstellt. Muss mal ein paar Leute auf die Ignore-Liste setzen. Okay, deren Rheinmetall ist tot. Schon mal sehr gut. Ja, man muss mittlerweile so viele Leute auf Ignore-Liste setzen, weil die pingen einen echt tot, ne? Haben wir die Badget von denen auch noch raus. Leider ist unser Sheridan bei der Aktion drauf gegangen. Ja, Gun Depression ist hier halt ein bisschen gefragt und da muss natürlich der E50M passen. Oh, der FV scheint da hinten bei den Schienen zu sein, ne? Da hat jetzt gerade jemand 1500 Schaden kassiert. Der sitzt da hinten in der Ecke wahrscheinlich. Muss halt mal aufpassen.
Rusch dich da nicht tot. Da hinten irgendwo sitzt der V an der Schienenseite. So, du könntest jetzt mal Fullspeed da runterfahren, aber mit Anlauf. Du musst Vollgas geben, weil irgendwo da hinten sitzt der FV. Bitte Gummi, Vollgas. Runter ans Wasser. Hier irgendwo dürfte der sein, denke ich mal. Übrigens, wir brauchen noch ein paar Leute im Clan, und zwar Leute, die auch mal auf Teamspeak kommen, ne? Also keine AFK-Leute, sondern wirklich Leute, die auch mal Teamspeak benutzen. Hier, oder es ist hier bei mir das Viech. Okay, V war bei mir und die Arti auch. So, wunderschöne Runde. Der Kollege da drüben hat den Hill gemacht, auch 4 Kills, sehr schön. Ja, wenn ihr ein Tier 10 Panzer habt und Teamspeak und Headset und auch willig seid, auch mal auf Teamspeak vorbeizuschauen, dann bewirbt euch für den Clan GPRAD, German Predators. Wir brauchen dringend noch Leute, aber aktive Leute, keine Bots, die nie auf Teamspeak sind. Ich habe heute schon wieder 6 Leute aussortiert. Ja, 2, 3, 4, 3, 2, 4, ja, 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 4100 kombiniert, ist okay. Auch gut gearbeitet da drüben. Sehr schön. So, zweite Runde. Bleibt bei einem 277er. Ist auch eine gute Kombi übrigens. Eine Runde machen wir noch. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf Twitch vorbeischaut. Akku Power Twitch heiße ich dort. Akku Power Twitch. Wäre cool, wenn ihr ein Follow da lasst. Eventuell ein Prime Sub, um mich zu unterstützen. Wir knacken demnächst die 6.500 Follower dort. Also seid mit dabei. Kommt dran. Geh du nach rechts, aber push dich bitte nicht tot. Passiv, bitte. Ne? Wir haben FVTD, oder? Weil da ist jetzt gerade mein Aufnahmeprogramm, ich sehe das nicht. Das ist ein FVTD? Hallo? Linke Flanke wurde überhaupt nicht besetzt.
Ja, läuft bei mir. Wollte dich ja da ein bisschen passiver haben, damit du uns helfen kannst, wenn was ist, ne? Jetzt hängst du da komplett an der Front und wir bräuchten hier Hilfe, aber es ist halt niemand da. Deswegen hatte ich auch gesagt, erstmal passiv. Hörst du mir überhaupt zu? Bist du irgendwie am Start? Fahren wir Zug? Ja. Du solltest doch passiv dort sein und nicht aktiv pushen, hatten wir doch gesagt. Was hat mit der Kommunikation nicht funktioniert? Ja. Tja, als ich sagte, die Mediums sollen nach links, hat ja unser Bot STB1 angefangen zu beleidigen, ne? Jetzt haben wir halt die komplette linke Flanke verloren. Mr. Bot STB1. Wo sind denn jetzt die coolen Sprüche? Ja, da hinten mal schön tot gepusht. 11:0. Was ist denn deine Mission gewesen, diese Runde? Was hast du gemacht? Warum hörst du mir nicht zu? Du solltest doch rechts nicht mitpushen, damit du links mithelfen kannst, wenn was ist. Außerdem hatten wir da jetzt genug Leute da.
Man hört dich irgendwie nicht. Muss dich mal lauter stellen. Ja, wenn man mal verliert, dann so, ne? Weil das Team verkackt. Hier FV 0 Damage. 9er Heavy 0 Damage. 10er Heavy 1 Schuss raus. 9er Heavy 2 Schuss raus. 9er Heavy 9er Heavy. Das ist hier Bullshit Gameplay. Und der komische Typ, der hat ja mal 0 mitgeholfen, ne? Der hat nur rumgesnibbelt. So. Du wolltest doch zu uns in den Clan, richtig? Ja, und wenn der Clan-Chef sagt, bitte nicht pushen, macht man was? Man pusht trotzdem, oder wie? Ja, komm, Panzer rein. Wir hatten dann links und Mitte komplett zu wenig Panzer und du warst dann irgendwo an der Front mit den ganzen Randoms. Zugfahren funktioniert halt ein bisschen anders, ne? Man fährt mit seinem Zugpartner mit, beziehungsweise zumindest hört man zu, was der sagt. Wenn du mit random Leuten fahren willst, brauchen wir ja keinen Zug fahren. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt ja Zugfahren, weil man zu zweit irgendwo agiert. Ja, du solltest nach rechts, ich nach links, aber du solltest nicht pushen. Sollte der Gegner links pushen, brauche ich ja Hilfe. Und dann sollst du ja schnell rüberfahren. Deswegen hast du ja auch einen schnellen Heavy. Dass du die Flanke wechseln kannst, wenn es notwendig wird. Zu zweit hätten wir links aufgeräumt. So, nicht in die Stadt, sondern hierhin. Ganz links bitte. Jawohl, sehr schön. Deren 260er ist in der Stadt. Das heißt, die sollten hier relativ aggressiv pushen, wenn die Leute mithelfen. Wenn hier HP verlieren, bringt ja nichts. Bitte zügig rammen, bitte hier, den komischen Typen. Rammen. Sehr schön. So, jetzt direkt zu den nächsten. Gar nicht anhalten. Ja, wenn die Herrschaften da hinten mal mitfahren würden, ne? Das ist halt immer dieselbe Scheiße. Irgendeiner bleibt immer hinten stehen. Und jetzt haben wir Überzahl, aber es fährt trotzdem keiner mit. Natürlich, Standard B am Snipen, Scotter hinten am Rumgammeln. Udes fährt nicht, AMX hat keine Lust. Wie das so ist, ne? Wir hätten die Ecke jetzt gemeinsam super schnell aufgeräumt. Bretter mal bitte auf den Leo PTA gleich. Hier vorwärts, hier direkt rechts vorwärts. Nicht links rausfahren. Das muss schnell gehen jetzt. Vorwärts und go. Gar nicht anhalten. So, hier an die Häuser, bitte nicht weiterfahren. Hier rechts an die Häuser. Ja. Versteck dich erstmal. Fahr bitte auch erstmal nicht mehr raus. Ja, die Herrschaften da hinten haben überhaupt keine Lust auf Support, ne?
Skoda Standard B, Udes, die bleiben halt immer hinten stehen und weigern sich da mal mitzufahren und mitzuschießen. Gammelt ihr da jetzt mit dem T95er oder was? Du darfst da nicht wegsterben, ne? Entspann dich mal da ein bisschen. Wenn du da stirbst, verlieren wir die Flanke. Haben sie dich mal wieder alleine gelassen? Tja. Full HP, aber keine Eier in der Hose, mal mitzuhelfen, ne? Immer diese martialischen Namen, ne? Aber dann nicht helfen, wenn es drauf ankommt, oder? Wolf auf Ketten, aber Miezekatze beim Helfen, ne? Jung, 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 jung. Wie die immer hinten stehen bleiben, während du vorne schon am Kämpfen bist. Ja, und jetzt heißt es Adios. Ja, Udes. Mr. Wolf auf Ketten. Hast du jetzt Full HP gespart? Für was? Jetzt sind alle tot, ne? Ja, das ist es halt, ne? Schade aber auch. Naja. Ich denke mal, beim E50M ist das Problem auch, Reload ist zu lang. Also ich würde, wenn ich den E50 buffen würde, mal minimal den Reload verkürzen. Weil der lädt halt extrem lange nach. Ja, wir haben wieder diverse Panzer mit 0 Damage. 9er Medium, 10er TD, 9er Heavy mit fast 0 Damage und so weiter und so fort. Und dann die ewigen Sniper, die dann aber dann doch keinen Bock haben, mal mitzuhelfen, ne? Ja gut. Leute, wir sehen uns auf Twitch, Akku Power Twitch. Bis dann.